Du wirst uns etwas präsentieren. Ich hol dein Utensil, das kommt nämlich jetzt da diesen Aufzug hinunter. Sehr gern. Oh ja, sie liest was vor. Was ist denn das? Was ist das? Ein Bild. Was ist das? Liebste Mailin, das ist ein Mikrofon und das ist ein Text. Danke dir. Den du selbst verfasst hast, richtig? Ja. Und den wird sie für euch jetzt vortragen. Also, mögt ihr, was ihr seht? Geht's vielleicht zum Date? Drückt ihr aus? Seid ihr? Raus! Queerness oder Fearness, zu sein, wer man ist, zu lieben, wen man will, ganz ohne Vorurteil, bekommt man zu sagen, man bringe Unheil. In manch einer Religion ist die Liebe zwischen Frauen, die Frauen lieben, sogar eine Sünde. Eine Sünde, für die ich stehe, tut mir zwar im Herzen weh, weil ich das Schlimme daran nicht sehe, aber Homophobie treibt seinen Unwesen, denn egal wohin ich gehe, mit einer Frau Hand in Hand stehe, da sind all diese Blicke, die bedrohlichen Fragen, höre sie an jeder Ecke etwas über uns sagen. Wir wollen hier eine Sicherheit, die eine bestimmte Frau lieben. Ich hoffe, irgendwann ist es nicht mehr so schwer und Homophobie existiert nicht mehr. Mailin, du hast ein Date. Ja. Oder drei Dates sozusagen. Vielen Dank für diese Darbietung. Vielen, vielen Dank dafür. Aber trotzdem sind dabei gerade auch zwei raus. Steffi, was sagst du? Also ich lese halt auch so gar nicht. Ne? Ich bin so Team Film und ja. So. Mit Worten bin ich vielleicht nicht so schlecht, aber es ist nicht ganz meine Welt, leider. Tut mir leid. Absolut. Alles fein. Vollkommen okay. Aber toller Text. Danke. Vollkommen okay. Lisa. Als erstes mal, ich fand es auch mega, wie sie es vorgetragen hat. Ich finde es auch mega, dass sie so dahinter steht, hinter dem ganzen Thema und dass sie das so nach außen trägt. Und deswegen, also ich würde das genauso verbreiten und ich finde es toll, dass du da so drin bist und da voll Gas dahinter hast. Oh, okay, vielen Dank. Kannst du sprechen, Sibel? Ja. Ja, dann tu es. Hast du auf jeden Fall sehr schön vorgetragen. Ich bin voll begeistert und ich schreibe selber auch. Deswegen habe ich das schon gefühlt, sag ich mal. Och, guck mal. Ja, hier. Und dann noch die liebe Gesa. Wie ist dein Zustand? Bisschen besser. Ja. Also ich muss zugeben, ich bin eigentlich nicht so der super Poetry Slam Fan. Ja. Aber ich finde, sie hat die Emotionen sehr schön auch rübergebracht und natürlich einen super Text auch geschrieben. Und sie hat eine unfassbar schöne Stimme, finde ich. Oh, okay. Ja, vielen Dank.